Was geht ab, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Ich bin endlich zurück aus Köln, beziehungsweise danach auch noch weg aus, zurück wieder aus Berlin. Und wir haben jetzt die fantastische Möglichkeit, zwei Folgen, also nur zwei Finger zeigen, Flo, von Samuel's Wild nachzuholen und eine Behind-the-Scenes-Folge. Es tut mir leid, dass ihr warten musstet. Ich hatte das auf Instagram auch angekündigt, dass ich dadurch, logischerweise, weil ich nicht zu Hause war, bis einschließlich Samstag, ein bisschen Verspätung haben werde mit den Folgen. Aber wir sind wieder back. Wir holen natürlich ganz schnell auf, dass wir wieder aktuell am Mittwoch reinstarten können und ich bin sehr gespannt und freue mich drauf. Wir haben jetzt Folge 10, bedeutet Nova ist raus, letzte Folge rausgeflogen, war eine super emotionale, super schöne Folge, muss ich sagen. Ich habe auch nochmal bei ihr kommentiert gehabt, ey, du brauchst ja auf jeden Fall keine Vorwürfe machen, du kannst super stolz auf dich sein und das hat sie auch gelesen und sie hat auch ganz viel gutes Feedback bekommen unter ihrem Video, was mich gefreut hat. Weil da waren wirklich ein paar harte Kommentare, die ich nicht nachvollziehen konnte, Bro. Sie hat so lange durchgehalten, 100 Mal mehr gegeben gefühlt, als alle vorher gesagt haben. Und ich bin super proud und super stolz auf sie. Und wir haben ja alle die Struggles gesehen. Jeder einzelne Kandidat hatte schon Momente, die hart waren, wo sie echt ans Limit teilweise gekommen sind. Und ich bin einfach super stolz auf Nova und daran wird sich auch nichts ändern. Ich freue mich sehr drauf. Wir sehen jetzt natürlich auch hier im Vorspann, ist sie schon ausgeblurrt, beziehungsweise als Geist, als Force Ghost noch zu sehen. Ich freue mich auf die Folge. Wir schauen rein, wir hören rein. Lehnt euch zurück, genießt die Show, holt euch was zu essen, zu trinken. Oder falls ihr die Reaction auf dem Second Screen guckt, nebenbei ein bisschen was zocken oder arbeiten oder aufräumen, mache ich immer gerne bei Seven vs. Wild Reactions gucken oder kochen, wie auch immer. Ich freue mich drauf. Los geht's. Tag 4, 15 Uhr. Alright. Ich bin gespannt, ob die anderen mitbekommen haben, dass Nova abgeholt wurde. Scheint nicht so. Okay, die klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend. Hier auch? Hört ihr das? Oh ja, ja. Die eine sieht schon ein bisschen faulig aus. Und die auch. Geil. Die erste sieht ein bisschen sehr faulig aus, finde ich, oder? Jetzt muss ich nur mal schauen, wie ich die aufkriege. Aber maybe irre ich mich auch. Ich bin kein Coconut-Profi. Sabrina schon. Smart. Gute Taktik. Oder auch nicht. Jetzt habe ich ewig lang hier an der Kokosnuss gefummelt. Und ich sehe, dass die hier jetzt schon austreibt. Oh. Ich glaube, das ist nicht so schlimm. Man kann die halt trotzdem essen. Aber ja, die wollte sich gerade zu einer großen Palme entwickeln. Oh, okay, so, und jetzt süß. Der letzte Schritt, damit dieser Topf überhaupt irgendeinen Sinn hatte, werde ich die jetzt hier rüber aufkloppen. Oh, smart, dass nichts verloren geht. Ey, seht ihr, wie dieser Flusskrebs gleich an ihrem Fuß knabbern wird? Hoffnung, dass das funktioniert, dass ich das Wasser im Notfall hier okay. auffange. Überlebt. Ja, jetzt schon smart gewesen. Guck mal. Jetzt schon smart gewesen. Ah, okay. Okay. Und jetzt stell dich vor, das wäre vergoren gewesen. Scheint aber sehr gut gewesen zu sein. Sabrina, Statement? Gut. Geil, Kokoswasser. Geil. Kokoswasser. Das muss geil sein. Dieser Fruchtzucker da drin auch. Junge, da ist ja so viel auch drin. Oh Gott. Geil. Oh Gott. Jetzt keinen Durchfall mehr bekommen, bitte. Ich dachte ja, wenn ich hierher komme, das wäre ein bisschen schwierig, dass ich den ganzen Tag nichts tue, als Kokosnüsse zu saufen. Oh, tut das gerade gut. Stimmt, die essen echt verhältnismäßig wenig Kokosnüsse. Ich sag's euch. Sind aber auch anstrengend zu holen. Survival ist ein Auf und Ab. Und auf. Da kann man einfach Joris einblenden ab und zu mal. Dann weiß man das. Oh, die sieht aber richtig lecker aus. Die sieht so es geil aus. Es ist einfach wahr, dass die sieht so geil es Kokospalmen aus. Gibt, wo Kokosnüsse dranhängen. Die sieht so geil aus, Junge. Die man aufknacken kann, ernten kann, essen und trinken kann. Die sieht 1:1 aus, wie ich eine Kokosnuss malen würde. Geil. Nicht nur im Supermarkt zu kaufen, sondern einfach umsonst in der Natur. Oh, das macht mich gerade echt happy. Das freut mich für Sabrina echt. Gerade nach den Struggles, die sie auch hatte. Mentally, aber auch körperlich. Dass sie jetzt da... Guck mal, das ist halt 1A Kokosfleisch, ne? Ist geil.
Ich glaube gar nicht, was das die ganze Zeit für eine Geschmacksexplosion ist. Ich kann mir das echt gut vorstellen, muss ich sagen. So lange isst du nichts, trinkst du nichts und dann Zucker. Ich habe das Gefühl, dass ich es donnern höre. Deswegen werde ich jetzt meine 7 Sachen packen, meine Schuhe, die da hinten trocknen, meine Handschuhe und das alles unter Shelter legen, dass, falls es jetzt gleich echt anfängt zu gewittern, dass dann nicht wieder alles nass wird. Ich bereite mich lieber vor. Oh, Fritz. Wie sieht's bei Fritz aus? Wie sieht es bei Fritz aus? Fritz war auf dem Thumbnail zu sehen mit, genau, Neustart statt dabei. Und er war irgendwo anders wohl scheinbar. Da bin ich gespannt. Ja, der Mann muss da weg. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Der Mann muss da weg. Was soll das? Ich hab das Gefühl, das wird von Mal zu Mal schlimmer. Sehr, ja, ey. In der ersten Nacht da drüben, da wäre ich untergegangen. Ja. Ja, der Mann muss da weg. Der muss umziehen, der Mann. Der hat keine Wahl. Krass, er hat sich sogar seine Flaschen da so aufgehangen. Seht ihr es? Oh, der wird doch salzig sein. Mann, ich war doch gerade trocken. Ja, er wird richtig salzig sein. Aha. Ja. Scheiße, ey. Yo. Okay, er baut sich quasi das Netz unten. Sein Bett baut er sich ab. So wie es aussieht, oder? Keine Ahnung, ob das jetzt passt. Oder hat er es nach oben verlegt? Er hat es weiter nach oben verlegt. Er hat höher geschraubt. Schuhe sind noch da, Messbecher ist noch da. Er hat höher geschraubt. Guck mal, was hier wieder aufgetaucht ist. Hey, sein Pfeil! Sein Pfeil! Sein Pfeil ist wieder da, Junge! Und wieder weg. Ne, hier hinten. Warte. Einfach sein Pfeil. Mein Pfeil! Mein Pfeil ist wieder da. Nur brauche ich den gerade nicht. Ja, ey. Dann wird doch nichts mehr da. Bei Otto wird's auch schwer. Bei Otto muss auch umziehen. Bin gerade schon die ganze Zeit am Überlegen tatsächlich. Oh. Ja. Wirklich umzuziehen. Die Frage ist halt, wohin? Weil jetzt ist halt so ein bisschen Halbzeit und ich müsste noch die an. Oh mein Gott. Junge, wie nervig muss das sein, immer so hochzugehen? Das wird doch nichts, Fritz. Du musst da echt abzischen einfach. Ich habe halt irgendwie Angst, dass es die restliche Zeit jetzt so ist und ich hier festhänge. Ich kann seit, keine Ahnung, 2-3 Stunden nichts machen. Ich hänge einfach nur hier fest. Stimmt, das ist auch Zeitverschwendung halt, ne? Ich bin völlig getrappt und das nervt mich. True, Zeitverschwendung auch. Und ich bin am Überlegen, ob ich, wenn Ebbe ist, dort drüben hingehe, wo wir am ersten Tag erkunden waren, wo so eine kleine Plattform ist. Und dann so ein Weg hochging, der wahrscheinlich damals von der militärischen Nutzung noch da ist. Ah. Da habe ich halt mehr Möglichkeit, mich zu bewegen, kann den Dschungel rein, wo der Beton war. Hab so eine kleine Fläche, wo ich was aufbauen könnte. Ja. Weil hier der Dschungel oben ultra dicht, da hinten ultra dicht. Das einzige Problem ist, ich komme nur rüber bei absoluter Ebbe. Und die Frage ist, die haben wir gerade ob ich mit. Die Ebbe heute Nacht schon nehme, was halt irgendwie blöd wäre, weil da habe ich keinen Shelter mehr. Am cleversten wäre, wenn ich quasi nochmal die Ebbe heute Abend abwarte, dann nochmal die Flut, die jetzt kommt in der Nacht und morgen früh, bei Sonnenaufgang, sobald die Ebbe da ist und die müsste früh sein, drüber gehe und mir ein neues Lager aufbaue. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Weil wenn ich heute Abend drüber gehe, dann stehe ich auf der anderen Seite im kompletten Dunkeln und habe nichts. Vielleicht ziehe ich auch heute Abend schon um. Wird sich zeigen, wie hoch das Wasser kommt, I guess. Sobald Ebbe da ist, schaffe ich alles rüber, bam, bam, bam. Ich kann ja mit der Kopflampe arbeiten und dann da alles aufbauen. Da würde es wohl noch Joris Aktion. Aber ich habe keinen Bock mehr hier. Ich, echt, einfach in der Nacht das Shelter bauen. Das ist absoluter Müll. Okay, wir gehen zu Sascha.
Oh, stimmt, der hat ja noch seinen Messbecher, der hat ja noch seinen Messbecher-Challenge. Wir sind ja noch mitten in der Challenge, ey, stimmt. Was eine geile Challenge. Knossi hat auch 2,5 Liter, glaube ich, gehabt, ne? Geil. Hochhalten. Über dem Kopf, okay? Ja, ja, lassen wir gelten, lassen wir gelten. Krass, er hat sich das unten... Wow, also wirklich jeder gleicher Gedanke, andere Umsetzung. Er hat sich das unten so zugeschnürt hier mit krass, mit so Lianen, mit Ästen und unten so Stöckern gemacht und das sieht echt wasserdicht aus unten. Krass. Ich bin sehr gespannt, wie viel da drin ist, weil wenn die gefüllt ist, komplett alle Kammern auf sind, dann passen da 10 Liter rein. Jetzt darf man nur nichts verlieren. Das erste Einschenken ist das Schwierigste. Jetzt vorsichtig. Das, oh ja. Ist noch was drin? Hallo? Okay, ja. 500. Sehr gut. Bumm voll. Weg. Auf ein neues. 1 Liter. 1,5. 2. Ah, das war's schon fast, ne? 2,5 Liter. Und 2,5 Liter. Check. Mein Körper ist so okay. Zerstört. Er hat also nicht alle Kammern aufgemacht, weil das war viel zu wenig Wasser für alle Kammern auf. Und trotzdem heute noch der Eskalationstag. Also ich sag's euch, wie es ist. Ich bin tipptopp zufrieden mit meiner Leistung. Safe kann er auch sein. Ja. 100%. Ziel ist natürlich durchzubeißen. Klar. Aber auch jetzt ist irgendwas. Vorher hat es mich mega gefreut, dass ich dabei sein habe dürfen. Bin mega zufrieden mit meiner Leistung. Richtig stolz drauf. Safe. Boah. Aber richtig emotional. Vor allem mit nur einem Gegenstand immer noch, Kamera, ne? Kamera so nicht rüber, wie heftig der Kampf ist, wenn die Muskeln so viel Energie saugen, du überall Schmerzen hast, von den Fußsohlen, die Blasen, von aufgeschürft, überall Schnitte, Finger, Daumen, komplett im Arsch, überall Stiche, ganze Körper juckt von den ganzen Moskitos. Dann hast du Übelkeit, ja, nichts vertragen irgendwie. Komplett ist das schlecht, die ist immer schwindelig. Die Hände zittern oder kribbeln, die Füße kribbeln. Und du darfst einen nicht aufgeben. Nicht den Button drücken. Die Challenge machen. Nicht den Button drücken. Die Challenge machen. Let's go. Hat schon 2 Tage fast gekämpft. Bin echt stolz auf mich. Kann er auch sein. Man merkt echt, Sascha auch ein mentales Monster auf jeden Fall. Wie er da rangeht, muss man auch sagen. Deswegen. Ach, soll irgendwas sein. Soll ich da jetzt die Flut kommen und ich gehe unter. Keine Ahnung, dann strahlt es bitte aus. Krass. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe gekämpft ohne Ende. Und ich liebe dich, mein Schatz. Boah. Ich liebe euch alle, meine Familie, Freunde. Und ich auch. Ja, na, merke, er wird echt emotional. Ich bin Support die ganze Zeit auf YouTube. Er wird echt emotional. Weiter die Workouts durch, auch wenn ich nicht mehr da bin. Ah, was rede ich? Ich darf es nicht. Oh. Ich darf's nicht denken. Ach Mann, das, für sowas mag ich Sascha. Für sowas liebe ich sie, Mann. Das waren schöne Worte. Das waren sehr schöne Worte. Fuck. Ich habe keine Ahnung, welche allergischen Reaktionen ich da überall am Körper habe. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auch der Rücken voll ist. Der Fuß ist zumindest alles rot und dick, ja. Das schmerzt alles sofort. Hardcore. Boah, hey, der Ausschlag wird immer schlimmer. Oh ja, überall, man sieht's bei der überall. Brust, ganz raus. Das haben alle irgendwie, ne? Alle haben diese Art Ausschlag. Nova hatte das, Fritz hat das auch. Alle haben das irgendwie so ein bisschen, diesen Ausschlag. Bei den Händen, ganz runter. Krass. Überall, links, so ja, wie ja. Rechts. Brust, überall. Boah. Jetzt da unten auch schon. Überall. Keine Ahnung, was los ist. Scheiße. What the fuck? Ich will für mich einfach kämpfen. Ich will für mich Macher. Einfach noch weiterkämpfen. Jede Sekunde, die ich noch schaffe, ist für mich mega. Ja. Und ich will noch kämpfen. Okay. Dann ist jetzt eh bald die Abendroutine eingeleitet. Nochmal Paulina gute Nacht sagen. Gute Nacht, mein Schatz. Ja, auch wenn er Knossi vergessen hat, er denkt an Paulina, das ist mindestens genauso wichtig. Ich denke an die. Ich hoffe, es allen Teilnehmern geht es allen gut. Knossi schrei. Okay, er denkt auch noch an Knossi teilweise, das ist auch gut. Vielleicht hört er mich ja. Haben wir ausgemacht. Ja. Und ja. Dann geht der nächste Tag zu. Diese Viecher hier überall, ne? Das ist insane. Ja, für mich heftigste. Krass, ja.
War auf jeden Fall ein harter, anstrengender Tag mit der Wasser-Challenge auch. So, ich begutachte mal die Schäden von der Überschwemmung oder vom Hochwasser, wie auch immer man das nennt. Dieser fette Baum, das war seine Brücke da irgendwie, ne, die hatte. Was weiß ich, der lag vor der Flut ganz da hinten. Krass. Keine Ahnung, wie der darüber gekommen ist. Das ist so heftig, was die Wasser für eine, da hinten für eine Kraft alle hat. Weiter links. Also vergleicht es mal mit Bildern, wenn ihr die vorher seht, von den ersten Folgen, wie es da ausgesehen hat und wie alles jetzt da reingeschoben ist. Es ist irre. Dieser eine Baum, der hier rechts steht, ich gehe nachher mal näher hin, stand auch komplett auf der anderen Seite vom Bach. Ist schon krass eigentlich. So, ich glaube tatsächlich, jetzt ohne Verarsche, dass da ein Krokodil im Wasser ist. Denn sicher. Das geht gegen die Strömung. Ich sehe noch nichts, muss ich sagen. Ich bin noch blind. Seht ihr das? Nee. Ich bin ehrlich, nee. Jetzt dreht es nach links, jetzt ist es untergetaucht. Das sehe ich auch nicht, muss ich sagen. Taucht mich einfach unter. Ich habe es noch nicht entdeckt. Oh, hier ist Hecht. Auf jeden Fall war das ein Krokodil. Ich hab noch nichts entdeckt, muss ich leider gestehen. Dann war das doch, wo ich letztes Mal in den Katakomben bei Katakomben. Am besten nicht ins Wasser gehen, ja? Ich sag's nur, Otto. Am besten nicht Zeh reinhalten. Groben war auf jeden Fall auch ein Krokodil, was da so reingeplatscht. Aber gut möglich ist es auf jeden Fall. Bei Ottos Spot waren auf jeden Fall zwei Krokodile, die von dem Team schon gesichtet worden sind. Ich hoffe, man hat das irgendwie auf Kamera. Ich hoffe, man konnte das irgendwie erkennen. Also ich zumindest nicht. Das ist gegen die Strömung geschwommen. Und dann nach links. Also überhaupt nicht wie so ein Ast oder Baum. Ich habe es nicht gesehen, leider. Und wo ich jetzt hier näher gekommen bin, zack, untergetaucht. Ein Baumstumpf taucht ja nicht unter da oben und Wasser fliegt. Eher weniger. Na, ich glaube, die Mangroven werde ich mir nochmal genauer anschauen. Digga, Otto will es wissen. Der Mann will es wissen. Denn ich bin mir ganz sicher, beim ersten Mal, das war ein fettes Krokodil, was da reingesprungen ist. Krass. Man kann ja sehen, wie klasse da ist. Also ist jetzt nicht so gefährlich, glaube ich. So, ich wollte ein kleines, wie es mir geht und warum ich mich hier so verhalte. Okay. Fangen wir mal mit Tag 1 an. Wir sind hier angekommen, runter vom Heli, bam, an Land, alles klar. Ich habe da Kokosnusspalmen, ich habe sogar Frischwasser. Wir haben echt viel erlebt schon, ne? Ich habe dieses kleine Loch gefunden, wo man zumindest mal bis Stand heute drin pennen kann, geschützt ist vor den Elementen. Im Kopf natürlich dann survivaltechnisch abgerattert. Hey, Water, Shelter, Food. Food nicht ganz so wichtig. Habe mir natürlich auch die Kokosnuss aufgemacht am Anfang, weil ich dachte, okay, komm, Kokosnusswasser anstatt das Wasser, was im Fluss ist oder in diesem Bächlein, da brauchst du nicht abfiltern. Dann habe ich diese eine Kokosnuss gegessen. Gut, das Kokosnusswasser habt ihr mitbekommen. Von zwei Kokosnüssen war nicht brauchbar. Hab meinen Shelter gebaut, nur mit Sachen, die hier eh vorkommen. So, und dann kam Tag 2. Ich dachte mir, nee, Kokosnuss runterholen, also vom Baum runterholen, fühlst du dich nicht wirklich so. Irgendwie fühle ich nicht, die Kokosnuss jetzt runterzuholen. Und dann wurde was anderes runtergeholt. Shelter zu bauen, zu verkleiden, mit Grünzeug alles wegzuhacken. Ich weiß ich nicht. So, heute mal Tag 3, Tag 4, heute ist 4, der vierte Tag und jetzt kann ich es, glaube ich, erklären. Ich habe Fische gesehen, ohne Ende, easy zu fangen. Der ganze Baum hängt voll Kokosnüssen, total einfach zu ernten. Gerade eben hier an den Mangroven, wieder andere große Fische. Da hinten, wenn Ebbe ist, sind da ganz viele Fische drin, sind Schnecken ohne Ende. Also man könnte hier ein Fest mal zubereiten. Ich habe eine Wasserflasche da, eine Glasflasche, mit der ich easy feuern bekomme. Dann brauche ich noch nicht mal bohren. Ich habe Bambus hier, womit man eine Bambusreibe machen kann, noch einfacher. Und trotzdem mache ich das Ganze nicht. Und ich habe mich echt gedacht, Otto, was ist los? Und ich kann dir sagen, fährt runter vielleicht, deswegen so ein bisschen. Es ist dieser Müll, der überall rumfliegt. Ich fühle mich gerade so beschämend gegenüber der Natur. Das klingt jetzt total esoterisch, ne, Freunde? Also, ich habe Jagdschein, seitdem ich 16 bin, Angelschein mit 14 gemacht. Also, ich kann ja alles niedermachen, gar kein Problem. Dem Erdboden gleich, genau das, was ihr vielleicht alle erwartet, aber krass. Ich fühle es nicht. Ich fühle es nicht, weil überall Müll rumfliegt. Es ist ein absolutes Paradies hier und wir Menschen haben es versaut. Krass. Jetzt vielleicht einen oder anderen nicht hören, noch einer. Ey, geile Worte von Otto, aber coole Worte und coole Erklärung auch überhaupt. Aber ich fühle das mega gerade interessant. So. Ich sage, weißt du was?
ich will hier gar nicht. Deswegen habe ich nichts mehr gegessen. Ich habe nur eine Kokosnuss am ersten Tag da vom Baum gepflückt. Ja, seitdem stimmt. Keine Kokosnuss. Dann lieber für Kokosnuss Wasser gar nichts. Ich trinke ungefiltert das Wasser einfach aus diesem Bach. Ja. Keine Ahnung, wo der herkommt. Hab für meinen Shelter da hinten nur Naturmaterialien genommen, nicht Naturmaterialien, nur Müll genommen von Menschen, der hier eh rumfliegt. Ja, oder halt Steine auch noch und so. Herz bringe. Krass. Klingt komisch. Hier groß zu hacken, alles ich finde das gar nicht komisch. Einzumachen, Baum umzulegen. Ich kann das voll nachvollziehen, ich finde es voll gut sogar. Alles hochzulegen, weil ich denke, hey, pass auf, dieses schöne Fleckchen Erde, wir haben so, weiß nicht, so einen wunderbaren Fleck Erde hier ein bisschen versaut, nicht ein bisschen, total versaut. Und ich schäme mich, blöd gefühlt, gegenüber jedem Baum, jeder Pflanze, jedem Tier, gegenüber allem. Ich fühle das. Dass hier so viel Scheiß von uns rumfliegt. Krass. Und ich, I guess, der Appetit vergeht einem auch so ein bisschen, wenn man diesen Müll überall sieht. Und das ist ja, stinkt ja auch und ist dreckig. Und das kommt vielleicht auch noch dazu, dass du dann gar nicht denkst, oh, ich setze mich jetzt hier hin und brate mein Fisch mal so ein bisschen. Und ich kann das hier gar nicht so genießen aufgrund des Mülls. Krass, ja. Das klingt jetzt irre, ne? Aber ich weiß nicht, ich filme da mal ein bisschen Müll ab oder habt ihr wahrscheinlich schon mal gesehen. Haben wir das ausreichend gesehen bei jedem Teilnehmer, ja. Und das ist der Grund, warum ich hier nicht jagen gehe, nicht fischen gehe. Ich probiere, Tiere einzufangen auf Kamera und Bild. Das wollte ich immer da lassen. Und wenn ich mal in die Richtung schaue, ich fühle den sehr. Ich fühle keinen Müll. Aber alles andere, der ganze Strand ist hier voll Müll. Und deswegen wird auch mein Objekt die Aufgabe von Tag 1 etwas mit Müll zu tun haben. Und was ich noch als kleines Anhängsel oder als Zusatz noch zu dem Müllvideo oder warum ich hier nicht großartig alles niedermache, was hier rum ist oder fange und esse und sonst irgendwas, ist, weil ich unterm Strich der Natur nicht noch etwas zufügen möchte. Ja, die hat so viel zu dulden aufgrund des ganzen Mülls, der hier von uns herumfliegt. Und deswegen pflücke ich, Stand heute, Stand Tag 4. Ach, das ist er hat so kleine Babyschüchen in der Hand. Er hat so Babycrocs in der Hand gehabt. Das waren so Babycrockies. Babycrocs. Hunger noch nicht einmal eine Kokosnuss. Oder Otto hat einfach sehr große Hände. Das kann natürlich auch gut vorkommen, ne? Nuss vom Baum, um die zu essen. Und die hängen da einfach alle. Die sind ganz easy abzumachen. Und zwar richtig viele. Ich könnte mir also von morgens bis abends hier Kokoswasser reinpfeifen. Oder Kokos noch selber. Aber wenn ich hier runter bin von der Insel, dann möchte ich das weniger Müll hier ist und nach Möglichkeit gar nichts oder möglichst wenig kaputt und entnommen aus der Natur. Gute Einstellung. So, hier sind wir beim Thema Müll. Ich weiß gar nicht, ob man das ist noch kennt, im Vergleich zu dem Strand von Nova, ne? Also bei Nova war ja wirklich der Horrorstrand schlechthin mit dem Müll. Ganz ehrlich, das war geisteskrank bei ihr. Ich habe wahrscheinlich vorher schon mal die ganzen Videos im Hintergrund gesehen, wie viel Müll hier ist. Mein Bett besteht irgendwie aus 20, 30 Latschen von irgendwas. Ja. Es ist einfach alles voll Müll. Das ist echt noch wenig im Vergleich zu anderen Stränden teilweise hier. Im Paradies. Müllhalde im Paradies, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Nur Müll, 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 Müll. Ohne Ende Plastik, Ölverpackungen, alles Mögliche. Echt schade, ne? Ja. Müllhalde im Paradies. So fühlt sich's an. Aber natürlich ein schönes Paradies, gar keine Frage. Gibt ja mehr wie nur den Müll hier. Es gibt mehr als den Müll. Danke. Das ist ja traurig. Sonst haben wir hier ein Problem. So, ich habe soweit für heute Abend oder heute Nacht alles vorbereitet, wenn hier die Hölle losbrechen sollte. Gut, die Sachen ziehe ich nach und an heute Nacht. Was hat er mit der Leine vor? Die sind nicht schlimm. Mein Wasser für heute Nacht. Alles andere Equipment ist im großen Sack drin, also hier dieses Filmequipment und die Tagesaufgaben. Ansonsten habe ich ja nichts viel. Genau, das ist da. Ah, stimmt, die Machete habe ich reingetan. Die darf ich eigentlich nicht reintun. Gut, Machete muss ich wieder rausräumen aus dem Packsack. Denn wenn danach die Hölle losbrechen sollte, möchte ich, dass das ja nicht, weil richtig tolles Holz flöten geht. Ich wollte eigentlich heute noch die. Er bindet es fest. 10 Liter Marke knacken beim Wassergefäß und ich finde meinen Bambus nicht wieder. Jetzt habe ich hier Bambusse, aber da habe ich schon mal probiert, funktioniert nicht. Die sind viel zu hart. Ich finde, mein Bambus, mit dem ich das gemacht habe, ist irgendwo und nirgendwo. So, und damit mein Bett mir nicht flöten geht, mein schönes Bambusbett, werde ich das jetzt mit Seil sichern, da oben an der Wurzel, sodass es zumindest mal, wenn es heute Nacht hier wirklich
die Hölle losbricht, ich mein Bett morgen früh noch habe, hoffentlich noch habe, sagen wir es mal so. Ob man es noch hat, weiß man nicht. Mal gucken, wie man das natürlich sichern kann. Vorne habe ich alles mit Schnüren zusammen. Gucken wir da dafür eine Konstruktion. Und wir können natürlich hinten mal ordentlich Steine drauflegen. Das wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht. Überlege ich gerade. Fritze gerade glücklich, weil es verknotet wird. We will see, ob das hält. Ich bin ja schon ein bisschen gespannt, ob es heute Nacht hier eine schöne, schnelle Evakuierung geht. Ab in den Dschungel rein. Ich habe mir extra, also ich bin einmal kurz hinten rumgegangen, um zu gucken, was ist da. Bin aber noch nicht weiter rein, weil ich gedacht habe, alles klar, das nimmst du auch als Abenteuer mit, wenn du heute Nacht deinen Platz verlassen musst. Stirnlampe an einem dunklen, coolen Platz aufbauen. Das finde ich tatsächlich. Junge, Otto hat nur Angst vor, keine Ahnung, hat nur Angst vor Gott. Ich sag's, wie es ist. Ganz ehrlich, er geht einfach. Er hätte sich jetzt schon einen Platz raussuchen können und er denkt sich, ne, ich will die Challenge in der Nacht haben, auf mich gestellt zu sein, einen Platz zu suchen. Also der Mann ist doch krank, ich sag's, wie es ist. Klasse, ja. Ob es soweit kommt, das kann nur die Natur anzeigen. Krass. Dann sehen wir hier, ja, was hat Nacht für die, ob die Hölle losbricht oder gar nichts. I don't know. Okay, ach, wir gehen zu Joris. Okay, wie sieht's bei dir aus? Wir haben immer noch die Wasser-Challenge bei Joris auch, stimmt. Boah. Holy shit, Mr. Universe einfach. Was ist auf einmal los hier? Holy shit. Wie viel hatte Joris? Hatte Joris 4? Joris hatte 4,5 Liter, kann es sein? 4,5? Oder irre ich mich gerade? Oder? Boah, ich glaube schon. Nee, er hatte auch was im 2 Liter Bereich. Ich bin mir nicht ganz sicher leider gerade. Okay, ja, doch, lassen wir gelten. 1 Liter, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5. Er macht sie halt teilweise nicht ganz voll, aber die Markierung ist auch ein bisschen weiter unter. 5,5, 6, 6,5, 7. 7,5 Liter. Habe ich richtig gezählt? 7,5 Liter knapp. ...7,2 Liter, irgendwie so. Ah, 7... ...2. 6,5. 6,5. Okay. Ihr habt es geschafft. Ich habe es, glaube ich, 5-mal neu versuchen müssen. Weil die eine GoPro nicht lief. Ich hoffe, sie lief jetzt. Ja. Sonst ist mir egal, wir haben es alles auf der. Achso, ja, nee, die oben lief scheinbar wieder nicht. Oh. War aber auch nicht so wichtig, I guess. Es ist geil hier zu sein. Es ist gerade ein schöner Sonnenuntergang. Der geht die Sonne. Manchmal habe ich echt das Gefühl, Joris hat irgendwelche Pilze gefunden und hat ein bisschen an diesen Pilzen geknabbert. Also echt, ich sag's, wie es ist. Dann geht, glaube ich, zwar hinter mir unter. Aber gut, es ist trotzdem auch schön, wenn es dunkel wird und man sieht nochmal den Horizont. Und schön. Man kann übrigens bis aufs Festland gucken an so einem Tag wie heute. Oha, ja echt, tatsächlich. Man sieht das Grün, man geil sieht Pflanzen, das ist wirklich beeindruckend. Das heißt, aber wenn jetzt da hinten jemand abgeholt wird, wenn jetzt, ich weiß nicht, ich habe die Map leider nicht direkt im Kopf, aber Nova war nicht abgekapselt irgendwo, glaube ich. Ich glaube, Fritz ist ein bisschen abgekapselt von den anderen. Da müssten die das eigentlich gesehen haben, wenn da so ein Boot lang zischt, wenn sie halt gerade am Ufer waren, ne? Wie weit man sehen kann. Ich weiß nicht, ob das da hinten noch die gleiche Insel ist, also San Jose. Boah, einfach genial hier, diese Stimmung, diese Atmosphäre. Es ist atemberaubend. Und genau deswegen lege ich mich jetzt auch hin. Ich möchte es jetzt genießen. Ich ziehe jetzt meine Socken an. Wenn die Zikaden anfangen zu grillen, weiß man, jetzt wird es dunkel. Ja? Zieh mir die Socken an und dann geht's ab ins Bett. Hey, gute Nacht, Joris. Ich wünsche euch alle auch noch einen schönen Abend. Danke. Oder einen guten Morgen. Oder einen guten Mittag, je nachdem, wann ihr das alle gerade schaut. Und danke, dass ihr euch, ja, dass ihr anschaut, weil das ist wirklich, hier zu sein, ist so schön. Und ihr seid ein Teil davon, warum das Ganze hier überhaupt möglich ist. Oh, ey, Joris, ey, Mann, danke für die, danke, hey, danke, Mann. Danke sehr. Gerne. Ab ins Bettchen mit dir.
Schlafenszeit. Schlummern. Shelter von Joris sieht gemütlich aus. Guck mal, oi, da würde ich auch gerne mal drin chillen. Sieht ehrlich gemütlich aus. Sieht richtig gemütlich aus. Boah. Holy shit, wie diese Kletternetze im Kinderparadies früher. Kennt ihr die noch? Ich fühl's richtig, Leute. Es ist Zeit für einen Neustart. Ja, okay. Okay, Fritz, Abfahrt. Nach genau der Hälfte. So ist es manchmal. Weil das, was ich hier erlebt habe, was jetzt wirklich über viele, viele Stunden ging und letzte Nacht ja auch schon so war, das gebe ich mir nicht nochmal irgendwie 3,5 Tage. Ne. Dann lieber da drüben. Vor allem, was ich auch beobachtet habe, das könnt ihr nicht sehen, aber hier auf meiner Seite ist dann wirklich alles unter Wasser. Es geht bis an den Fels ran. Und dort drüben hätte man noch entspannt sitzen können. Man kann trotzdem gucken, auch wenn die Flut so hoch ist. Das heißt, ich habe da drüben auf jeden Fall deutlich bessere Möglichkeiten, irgendwie was zu machen. Und, was man auch sofort sieht, da drüben scheint schön das Abendlicht, schön Stimmt. die Sonne hin. Deshalb kann man sich schön hinsetzen, während ich hier schon seit Stunden im Dunkeln hocke. Naja. Somit gibt es ein bisschen mehr Content. Der erste Umzug. Zweiten Lagerbau. Beziehungsweise Knossi ist ja auch schon umgezogen. By the way, Knossi haben wir noch nicht gesehen. Wir sind beim zweiten Mal bei Fritz. Noch kein Knossi in Sicht bis jetzt. Aber ich fühle es gerade richtig. Saying. Zeit für einen Neustart. So, als nächstes versuche ich dann das Dach zu holen. Ey, Fritz sieht so aus wie so ein Construction Worker, ne? Schon noch eine Stunde, anderthalb Stunden. Wie so ein typischer Ich trage jetzt alles schon mal Gerüstbauer. Stück für Stück in die Richtung, dann kann ich wieder ein bisschen Pause machen. Berlin Süd. Spar mir Energie, Packsack ist schon vorne am Ufer. Der sieht auch, der ist einfach... Das Gute ist, ich habe ja schon einen Platz, wo ich hin will. Angekommen. Ich kenne ihn ja schon. Jetzt muss ich nur hoffen, dass es wirklich auch richtig Ebbe gibt und ja, dass es dann noch nicht ganz so dunkel ist vielleicht, aber ich glaube eher, das wird heute eine Nachtaktion, weil ich muss ja drüben dann auch noch ein Lager aufbauen. Spätestens dann ist es stockfinster. Oh nein! Okay, genau das sollte natürlich nicht passieren. Oh nein, aber es sieht doch halbwegs heil aus, oder? Ja, guck mal. Alles im grünen Bereich hier. Gehen wir zu Knossi? Ja, wir gehen zu Knossi. Wir gehen zu Knossi. Hey. Dieser Lendenschutz ist es. Dieser Lendenschutz. Ach Mann, das ist wirklich immer... Es freut mich einfach. Einhaken. Oh no. Oh no. Ja, einmal noch. Okay. Der Lendenschutz ist leider nicht so zuversichtlich oder nicht so blickdicht, wie Knossi vielleicht dachte. Aber gut. Hier wollte ich schon gestern. Einhaken. Hängt da Popo raus oder ein Ei oder so? Ich glaube, ja, Popo. Popo. Eher Popo. Popo. Na, ein kleiner Popo-Problem. Ja! Got it. Jetzt hab ich's. So geht's denn. Nur so. Aber krass, Knossi ist echt... Knossi ist richtig gut darin geworden, die Kokosnüsse runterzuholen, ne? Muss man sagen, der ist echt gut darin geworden. Krass, er hat auch so einen fucking langen Bambusstock hier. Dieser Stock, Junge, der steht jetzt einfach da. Holy shit, WTF. Der Stock chillt da einfach kurz jetzt. Oh, die ist fett. Die müssten voll mit Wasser sein. Mit weniger Fleisch, weil die noch so grün sind, müssten die voll mit Wasser sein. Kurze Pause erstmal. Oh, der Sonnenuntergang ist schon leicht da. Ich brauche aber noch die Kokosnuss. Rein damit. Ich hoffe, oh, dass schön, die, dass heute die Sonne geschienen dass hat, da auch schön wenn ich mich viel Wasser drin ist. Böse, erfrischend sind, Mann. Wenn ich mich beschwere über die Hitze, das ist für mich eine Extremsituation. Ich habe mir jetzt gedacht, ich bin schon echt nicht schlechter drin geworden, ne? Ja, ey, ich hab's gerade gesagt, actually. Ich bin wirklich nicht schlecht, gell? Ja.
Es freut mich immer noch. Es ist so krass, Knossi ist so dabei, Mann. Und alle feuern ihn an und ich bin sehr gespannt, wie weiterkommt. Es freut mich einfach, Mann. 10 Folgen ist er schon dabei. 10 Folgen, Junge. Schnell machen bald, eh? Am Beach, an der Playa. Palma de Mallorca. Coconut Banana. Melone. Coconut Banana. Ananas. Ananas. Coconut. Er hat auch ein bisschen die Zeit seines Lebens da, ne? Dass man sich aber nichts am Arsch macht. Oh, guck mal. So. Siehst du? Und da kommt die Nuss. Okay, Achtung. You ready? Ich mach's in eure Richtung. Ich bin gespannt, ja. Achtung. Guck, was rauskommt. Oh mein Gott, sieht die geil aus. Hast du gesehen? Die sieht Baby, sehr geil also, aus. Mag real talk. Boah. Wie kann man die Coconut so öffnen, ne? Die sehen so geil aus, alle. Da brauche ich auch nicht riechen. Also ist noch eine sehr kleine Kokosnuss, wie man sieht, ja. Aber ich glaube, da wird sehr viel Wasser drin sein. Riechen aber. Ja, das ist es. Das ist sie. Die 500 ml Coconut Shock Coconut. Ja, ich glaube auch. Das ist da wird sehr viel Wasser drin sein. Give this moment. Im Sonnenuntergang. Boah, Junge, er kann so viel davon trinken, actually. Oh. Geil. Coconut Shock! Digga. Das haut einfach rein. Ja, aber das glaube ich. Probier's aus. Okay, ich fahre jetzt auf die Insel. Ich probier's aus. Geil. Da, ey, das war actually ein halber Liter oder so, der da drin ist. Actually. Immer noch nicht leer. Boah. Jetzt ist Sonnenuntergang time. Und da denke ich immer an einen Menschen, der auch mit mir hier auf der Insel ist. Es ist so süß, dass Knossi hat ausnahmslos jeden Abend Worte an Sascha gerichtet. Und das erwärmt mein Herz irgendwie. Ich find's, weil er weiß ja nicht, ist Sascha schon raus. Er weiß nicht, was bei ihm los ist. Wie sieht's bei den anderen aus? Er weiß es halt logischerweise nicht, ja? Wir wissen's ja, wir können's nachvollziehen. Aber es hätte ja auch sein können, dass Sascha schon erste Tag Schnittverletzung. Er muss abgeholt werden. Ist schon vorgekommen in der ersten Staffel, ja? Deswegen ist es echt krass. Ich find's richtig schön, Mann. Weil wir uns das ausgemacht haben. Find's voll schön. Wir haben uns abgemacht. Dass wir aneinander denken. Um diese Uhrzeit. Ich finde das voll schön. Sascha! Kalu! Kalu! Ich finde es so schön, Mann. Diese Freundschaft irgendwie. Wir stehen es durch, Sascha. Wir stehen es durch. Sicher alle noch dabei. Garantiert. Oh, mir fällt gerade ein, eine unfassbar geile Tageschallenge wäre. Ey, das ist so eine geile Challenge. Die wäre gut beim nächsten Tag zum Beispiel. Nächste, übernächste Tag. Schätze, wer noch drin ist. Wisst ihr? Und dann soll man schätzen und für jeden richtigen gibt's einen Punkt. Für jeden richtig geschätzten gibt's einen Punkt. Das wäre eine unfassbar geile Challenge. Da gibt's auch maximal 7 Punkte, weil du maximal 7 richtige haben kannst. Einen Punkt hast du auf jeden Fall richtig, weil du über dich selber ja Bescheid weißt. Und dann kannst du schätzen, oh, ich glaube, der ist noch drin. Ich glaube, oh, vielleicht ist die schon raus, vielleicht ist der schon raus. Das wäre eine richtig geile Challenge, Mann. Same with Wild Team. Called me. Und natürlich. Nicht, dass das irgendwie zu kurz kommt. Denke ich immer. Ob Bubi irgendwann stolz ist, Papa mal so zu sehen. Oder ob er sich schämt. Nee, der wird so stolz sein. Und natürlich an meine Frau. Der wird so stolz Denn sein. Denn wenn mich nicht alles täuscht, fliegt sie genau übermorgen los. Das hält ihn am Leben, dieser Gedanke. Hält ihn da. Ja. Dieser Gedanke hält ihn da. Das heißt, wenn ich bis übermorgen gemacht habe. Deswegen, hier, das ist super smart von ihm. Dann kann ihren Flug keiner mehr annullieren. Oh. Super smart von ihm. Wir rocken Knossi. Weiter! Ehrlich. Und jetzt Fluppe anmachen. Komm. Wieder Wald anzünden. Heute wieder Wald anzünden, gar kein Bock.
Ich habe mir gesagt, ich sag euch das. Ich sag euch allen das. Ich habe mir gesagt, wenn ich Lust auf eine Fluppe habe, dafür sind sie da. Dafür habe ich sie mitgenommen. Ich habe 3 Stück noch. Ich rauche eine halbe. Ich rauche heute wirklich nur eine halbe. Das mache ich. Ja, komm. Alles, was ihn am Leben hält, sag ich. Eine halbe. Ach, er raucht sie wieder in der Jacke, deswegen sieht es ein bisschen komisch aus. Ich bin schon fast bei der Hälfte. Er raucht sie in der Jacke wieder. Ich bin normal 60 Zigaretten am Tag. Also das ist gerade in 10 Folgen Seven vs. Wild der größte Schock für mich. 60 Stück. Also wie gesagt, ey, ich habe nichts mit Rauchen am Hut. Ich habe noch nie in meinem Leben geraucht und bin sehr überzeugter Nichtraucher. Deswegen kann ich das jetzt nicht einordnen, logischerweise. Aber es klingt extrem viel. Das sind ja, wenn man von 15 Stunden Wachsein ausgeht, ja, von 15 Stunden Wachsein, was finde ich eine normale Zeit ist quasi. 15 Stunden wach sind das 4 in der Stunde. 4 Stück in der Stunde. 15 Stunden wach, 4 Stück in der Stunde bedeutet alle 15 Minuten. Jede Viertelstunde, das ist ja das ist doch insane. Jede Viertelstunde. Von ich stehe auf bis ich geschlafen. Jede Viertelstunde. Holy shit. Auch keine Entschuldigung dafür, dass man raucht. Ist keine Entschuldigung. Ich komme aus einer Generation irgendwie. Bei uns war das ganz anders als heute. Nehmt euch nie ein Beispiel an mir. Ich zieh die jetzt runter, komm. Ja, da sieht man auch schon, wie süchtig er quasi ist, dass er sich gesagt hat, ich mache nur eine halbe und dann, ach komm, ich mache sie jetzt ganz. Das ist echt, ich hoffe aber, dass Knossi das ein bisschen was gebracht hat, so. Ich rauch die jetzt durch. Krass. Ich rauch die jetzt durch. Dann ist es so. Das hat mich echt schockiert gerade. Dann wird das Ende hart hier. 60 Stück. Es macht mich härter. Oder hat er 16 gesagt? Es waren 60, er hat schon 60 gesagt, ne, er hat schon 60 gesagt. Das ist mein Beach! Das ist nicht all inclusive! Krass. Das ist der real shit! Oh Mann, das ist der Moment des Tages. Der Tag ist rum. Oh, heute war krass, weil kein Schlaf wieder. Das ist echt heavy. Ohne Schlaf auf Dauer, das ist echt heavy. Kurz die Augen zu wieder auf, kurz die Augen zu wieder auf. Ich habe nichts gegessen. 4 Kokosnüsse. Das ist meine Zeit bis jetzt auf der Insel. Was mache ich hier? Das ist schon krass, Mann. Muss man sagen. Schatz, ich bin bald da. Bubi, ich bin bald wieder da. Ja, also Knossi hat echt viel Kraft durch seine Family halt, ne, die er da daraus zieht. Das freut mich auch krass für ihn. Wisst ihr was? Mir wird gerade bewusst, dass ich eigentlich alles habe gerade, was ich zum Überleben brauche. Und ich habe gemerkt, mein größtes Problem ist Feuer. Das ist echt durch Joris ein guter Insider geworden. Ich habe ein Shelter, was mich weitestgehend vor Regen schützt. Ja, ey, auch gutes Shelter bei Sabrina. Ich habe was zu essen. Ich habe Trinken, ich habe jetzt gerade sogar Verbandszeug hat sie sogar auch. Das heißt, mir ist warm. Verbandszeug für ihre Sache, für ihre Stellen und so. Feuer kann ich mir gerade nicht machen, brauche ich aber auch gerade nicht. Ich habe alles, was ich brauche. Ich muss sagen, Sabrina sieht auch im Gesicht irgendwie erholter aus, ein bisschen so im Vergleich zu den letzten Folgen. Ich glaube, dass sie das Medikit aufgemacht hat, hat ihr auf jeden Fall auch mentally irgendwas gebracht. Sie sieht auf jeden Fall ein bisschen frischer aus, habe ich das Gefühl. Jetzt kommt es nur noch darauf an, wie mein Kopf mitspielt. Okay, von der esse ich die ganze Zeit. Und?
Allerdings. Ameisen, ist Bro. Ist die hier voller Ameisen. Na, super. Hilfe! Ich meine auch extra Proteine irgendwo, wenn man so drüber nachdenkt, extra Proteine rein damit. Pack die mal lieber weg. Boah, das hat mich gerade irgendwie, ganz eklig. Weil, ganz ehrlich, für mich reicht es auch heute einfach nur von der hier zu essen. Und dadurch, dass es so warm ist, ich weiß, dass die Dinger ganz, ganz schnell schimmeln. Also innerhalb von einem Tag sind die verschimmelt. Deswegen reicht mir das jetzt schnell, hier. Schnell, weg damit. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass die nicht auch voller Ameisen wird. Und morgen, wenn ich morgen eine Kokosnuss möchte, dann muss es juckt mich jetzt überall gerade, weil wir diese Ameisen gesehen haben. Ich hoffe, ich bin nicht der Einzige. Ey, ich würde keinen halben Tag durchhalten, da merke ich gerade. Ich würde aus dem Heli springen und den Knopf im Flug schon wieder drücken. Wieder eine neue aufknacken. Ich habe mir jetzt trotzdem nochmal eine kleine Abendbeschäftigung überlegt. Und kribbelt zwar habe ich ja vorhin die Kokosnüsse aufgeknackt. Ja. Und ich möchte jetzt mal versuchen, Zunder, hier dieses Korkzeug dazwischen wegzumachen, dass ich nur noch diese Fasern habe. Ich habe hier noch so eine andere Kokosnuss gefunden. Mal gucken, ob ich damit auch was anfangen kann. Aber ja, darauf hätte ich jetzt schon mal Lust, so ein bisschen die Fasern eben sauber zu machen an dem Wasser, dass man vielleicht morgen oder so mal versuchen könnte, daraus Schnüre zu machen. Ja, Schnüre, okay. Ja. Okay. Ich glaube, diese Fasern fühlen sich abnormal geil an, oder? Ich glaube, so funktioniert es nicht. Die fühlen sich, glaube ich, richtig geil an. Ja, muss ich mir was anderes überlegen. Schwindel, schwarz. Ich werde jetzt ein paar der Kokosfasern in meinem Topf einfach mal einweichen. Ein Topf. In der Hoffnung, dass man dann am Ende die reinen Kokosfasern hat, die von diesem Korkzeug hier befreit sind. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns den Rest morgen an, ob das was bringt. Es kommt halt abends echt Langeweile aus. Also abends ist es wirklich schwer, irgendwie sich zu beschäftigen. Meint ihr, Sabrina hat eine Hose an, wo Legs draufsteht? Oder hat sie nur einen Hut, wo Head draufsteht? Weil man einerseits irgendwie kaputt ist, aber ja, wenn man nichts tut, kommen dann irgendwie auch die Zweifel auf und dann denkt man so, ich würde jetzt so gerne irgendwie, keine Ahnung, Film gucken, was essen. Das ist der größte Fehler, glaube ich, nichts machen. Das hat man bei Nova auch gemerkt, das hat sie ja mentally auch mitgenommen, dadurch, dass sie nichts gemacht hat, mehr Spielraum für schlechte Gedanken. Deswegen immer beschäftigt sein, immer irgendwas machen. Ich merke das auch, gerade wenn man mal ein, zwei Tage hat, wo man irgendwie nichts macht, da ist auch bei mir so, dann hat man logischerweise auch mehr Zeit, über schlechte Sachen oder Problems eventuell sich Gedanken zu machen und dann immer beschäftigt sein, immer irgendwas machen. Immer nicht zu viel, wenn man merkt, okay, ey, das tut mir nicht gut, wenn ich nichts mache, direkt ausbrechen und irgendwas machen. Wichtig, ganz wichtig. Mit Freunden sein, mit der Familie sein, im Basecamp bei den Jungs sein. Ja, naja, auf jeden Fall fällt mir das sehr schwer und deshalb habe ich mir jetzt überlegt, dass ich nochmal eine zweite Kokosnuss schon mal vorbereite, dass, falls ich dann morgen möchte, ich dann schon mal eine vorbereitete Kokosnuss habe. Sehr gut, immerhin irgendwas machen. Oh, was it a wall? It was a little wall, man. Seht ihr das? Es war ein Wal, oder? War es ein Wal? Ich glaube schon, ja, ne? Muss ein Wal gewesen sein. Geil. Für euch auf der Kamera wahrscheinlich nicht ersichtlich. Doch. Aber da scheinen gerade irgendwie Delfine oder ein Wal oder ich weiß es nicht. Geil. Irgendwas aus dem Wasser immer raus und reinkommen. Also auf jeden Fall, also weiter vorne waren es irgendwie Delfine und weiter hinten hat man es gerade so. Delfine würde ich auch gerne sehen noch. Mit einer riesengroßen Flosse. Geil. Deswegen weiß ich gar nicht, ob das vielleicht sogar ein Wal ist. Ja, wir hatten schon mehrere Wale. Ja, ist die Mehrzahl. Was ist denn da vorne? Wow. Was ist denn hier? Was ist denn das? Oder ist das ein Stein? Ist das nur ein Stein hier? Oh. Challenge-Ergebnisse, mobiles Gefäß. Also wirklich, die Challenge-Auflösungen sind immer mit am geilsten. Auch wenn ich noch grob im Kopf habe, so, wer auf 1 ist 1 Otto, 2 Fritz, 3
Joris, I guess. Es ist immer trotzdem super interessant. Show me. Okay, Nova ist jetzt quasi da ausgegrayt. Okay. Okay, Knossi richtig, richtig knapp vorletzter. Krass. Okay, okay. Also Otto erster, Joris zweiter, Fritz dritter, da wird er sich wieder aufregen, sage ich. Dann Sascha und Knossi hat echt ganz, ganz knapp Sascha verpasst quasi, aber trotzdem super stark von Sascha natürlich, super stark von Knossi. Und Sabrina quasi die Einzige, die nicht auf diese Bambus-Gedanken gekommen ist, aber trotzdem 2 Punkte nimmt sie natürlich auch gerne mit. Aber krass, okay, ja. Ich glaube, punktetechnisch bis jetzt am besten ist Otto. Der hatte auch volle Punktzahl bei dem Fotografieren. Der war beim Bogenschießen nicht schlecht. Ich melde mich jetzt gerade hier mitten in der Nacht, wirklich mitten in der Nacht, es ist dunkel. Die Flut ist gerade gekommen. Ich dachte gerade, warum ist ihr Gesicht verpixelt, aber ich glaube, die Qualität ist einfach sehr schlecht. Und die Flut ist heute so heftig, dass es quasi mein Shelter nicht umgerissen hat, aber zum Teil mitgerissen hat. Ich muss morgen gucken, ob ich das irgendwie wieder zusammenbauen kann. Haben alle das Problem gerade, ne, quasi? Ich muss hier gerade. Okay, ihr seht es wahrscheinlich nicht. Alle Sachen, die hier auf dem Boden standen, in Sicherheit bringen, weil ich Angst hatte, dass die Flut das mitschwemmt. Und jetzt stehe ich hier auf dem Baumstumpf, weil einfach mein kompletter Platz nass ist. Bis auf ein kleines Ministück. Ich zeige euch das morgen. Ja, dann muss Otto ja auch umgezogen sein, mitten in der Nacht. Dann muss Otto ja in der Nacht auch abgehauen sein von seinem Spot. Muss ja. Mal. Muss ja so sein. Ich bin richtig begeistert. Ich hoffe, die Flut geht schnell zurück. Und ich hoffe, dass mein Shelter, wo ich gerade nicht hingehen kann, weil alles nass ist, noch einigermaßen so ist, dass zumindest mein Bett trocken ist, dass ich irgendwie die restliche Nacht noch darunter verbringen kann. Es hat auch in der Nacht, glaube ich, kurz geregnet, aber da hat mein Shelter dicht gehalten. Okay, wir gehen zu Joris erstmal. Es ist anscheinend Vollmond. Sieht aber schön aus. Crazy. Sieht schön aus. Ich muss jetzt extra nochmal aufstehen, um das zu sehen. Ich konnte es nicht richtig glauben, wie hell das gerade ist. Aber es sieht wirklich verrückt aus. Sieht schon sehr, sehr schön aus, ne? Geil. Atemberaubend. Es ist so ein schöner Mond. Ich meine, beschissen, dass der die Gezeiten so verändert, aber einfach nur atemberaubend. Das live gerade zu sehen, ist unglaublich. Ich trage übrigens Handschuhe, weil ich keine Lust mehr habe auf die ganzen Insektenstiche nachts. Ja. Meine Hände sind... Sieht man's? Boah, Junge, das sieht echt aus wie so Ausschlag, ne? Ja, ich glaube, man sieht's. Krass. Das ist nur so ein Teil der ganzen Insektenstiche und das ist wahrscheinlich nur von gestern. Ja. Und das ist die linke Hand. Die rechte Hand ist noch 1000-mal schlimmer, weil ich damit halt gearbeitet habe. So, ab ins Shelter. Das sind irgendwie 3 verschiedene Soundtracks gerade hier. Ich hasse Vollmond. I mean, it looks beautiful, but it's shit. Okay, kurz hier zum Briten geworden. Okay, Joris, kein Problem. Naja, gutes Nächtle. Da drin schlafe ich halt wie ein Baby. Es ist mitten in der Nacht. Und immer in der Nacht? Irgendwas bei Joris passiert immer in der Nacht. Ich wurde jetzt gerade, das heißt geweckt, ich habe nicht geschlafen. Aber ich habe mich dazu entschlossen, jetzt aufzustehen. Auch umzuziehen. Weil der Wellengang heute so extrem ist. Ja, man muss auch umziehen. Man kann die Augen nicht schließen. Jede Sekunde denkt man, die Wellen kommen einem ins Gesicht geprescht. Das Problem ist, die Wellen sind halt selbst bei Ebbe extrem stark. Die kommen zwar nicht an meinen Shelter ran, aber es hört sich die ganze Zeit so an. Das heißt, ich kann die Augen nicht zu einem Moment mit gutem Gewissen schließen. Weil man immer Angst hat einfach. Ja. Das heißt, ich nutze die Zeit, bevor jetzt die Flut kommt, um mein Shelter umzuziehen. Ich muss mich jetzt beeilen. Ich reiße so viel wie es geht einfach zusammen, schmeiße es rüber und hoffe, dass ich es rechtzeitig schaffe. Danach muss ich komplett improvisieren. Ich habe mir lange Gedanken gemacht, wie ich das Ganze jetzt angehen möchte. Und ich habe keinen einzigen Weg gefunden, bei dem es einfach wird. Und ich nicht jetzt noch 5 Holzer
irgendwo, beziehungsweise 5 Bäume fällen muss. Aber mal schauen. Ich muss jetzt echt improvisieren und mich beeilen. Vom Wellengang her habe ich noch ungefähr eine Stunde, bis die Wellen zu hoch sind. Vielleicht weniger. Also ich liege perfekt im Timing. Ich bin auch gerade sehr, 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 sehr schnell. Hätte ich nicht gedacht, dass es so zügig geht. Das Gute ist, der Himmel sieht oben frei aus. Dadurch habe ich die Gewissheit, dass ich noch ein bisschen entspannt arbeiten kann, auch wenn es dort hinten die ganze Zeit blitzt. Aber echt krass, dass so viele umziehen müssen. Entspannt. Um ungefähr wahrscheinlich so 1 Uhr nachts oder so. Das war bei Nova ja auch ein Problem. Nova war ja auch zu nah am Wasser. Nach 5 Tagen. Oder 4. Wir haben jetzt Tag 5. Aua, ey, es sind so unsägliche Schmerzen, wenn man da reinfasst die ganze Zeit. Es tut einfach nur weh. Das glaube ich, Junge. Meine Hände sind kaputt. Die sind so groß, diese Nadeln. Mein Problem mit der gesamten Sache ist übrigens, dort hinten liegt ja auch Sperrmüll. Hier. Dort oben. Das heißt, das Wasser muss auch mal dorthin gekommen sein. Wer sagt, dass es bei Vollmond nicht wieder dorthin kommt? Boah, das ist eine geile Aufnahme. Das ist eine coole Aufnahme, weil diese Kopflampe von Joris so leuchtet. Coole Zeitrafferaufnahme, gefällt mir. Sieht sehr cool aus. Die sieht geil aus, die Aufnahme. Ist das ein altes Shelter oder sein neues? Sein altes, I guess. Oh, ich kann nicht mehr. Oh. Oh. Übrigens, besonders dann, wenn ich mit der Machete arbeite, versuche ich immer, mein Notfall-Erste-Hilfe-Kit am Mann zu haben. Wichtig, ja, ja, super wichtig. Ich bin noch nicht so geübt mit der Machete. Super und wichtig. Auch aktuell, meine Hände sind absolut am Eimer, jede Bewegung tut höllisch weh, es fühlt sich an wie tausende Wespenstiche, tausende Blasen. Deswegen mache ich auch ab und zu so einfach, weil ich die Hand nicht mehr bewegen kann tatsächlich. Ja, ich muss jetzt trotzdem diesen Pfahl noch kurz hacken, danach brauche ich diese Hand hoffentlich nicht mehr ganz so arg. Ja, mal schauen. Ich wollte es nur erwähnt haben, weil ab und zu sieht es glaube ich so aus, als würde ich dieses Ding nicht die ganze Zeit rumschleppen, aber tatsächlich, besonders dann, wenn ich im Dschungel unterwegs bin oder sonst wo mit einer Machete, dann habe ich das Ding eigentlich immer am Mann. Besser ist auf jeden Fall, safe. Okay, Projekt Shelterbau geht weiter. Ich weiß, ihr seht gerade gar nichts. Nee, nicht so wirklich. Aber das Shelter steht ganz grob. So eine Art Zelt jetzt mittlerweile einfach geworden. Mittlerweile ist es halbwegs fest. Es ist komplett so freistehend. Hat eine schöne Steigung oder Neigung auf beiden Seiten. Schöne Querstreben. Relativ stabil schon jetzt, auch nach hinten und vorne habe ich eine gewisse Absicherung durch Sternenpfeiler und diesen Pfeiler, die beide in die Erde getreten sind. Ja, ansonsten aktuell nichts Besonderes. Krass, Joris macht echt alles in der Nacht nochmal neu. Ich bin sehr gespannt, wie es bei Otto sein wird, weil Otto hat ja eigentlich dasselbe Problem, ne? Er hat eigentlich das gleiche Problem wie Joris. Wir gehen aber erstmal zu Sascha. Och nee, sag nicht, dass Sascha auch Probleme hat. Das würde mich. Bei ihm würde mich das echt nicht freuen, Mann. Das wäre echt kacke bei ihm. So, kurzes Update. Es ist mitten in der Nacht. Ich habe fast noch gar nichts gepennt, so wenig wie noch nie die Nächte. Und beobachte einfach nur das Meer. Ja, ob man irgendwas sieht. Aber es ist jetzt ungefähr 5 Meter entfernt. Okay. Oder 8 Meter entfernt.
Digga! Holy shit, da bin ich mich erschrocken, Junge. Vermutet haben wir schon wieder die Swastika. Oh, es ist sehr nah jetzt wirklich wieder, ne? Ah, holy shit. Aber es geht noch. Wenn es so bleibt, ist alles gut. Ich sag, Sascha muss da auch weg. Ich sag, Sascha muss auch ziehen. Neustadt heißt die Folge auch. Alles klar. Wow. Ich sag, der Mann muss da auch weg. Weil das, ey, das sieht ja schon so, das ist ja einen halben Meter entfernt. Da kommt wieder irgendeine fette Welle daher. Und dann bist du nass. Die bis zum Baumstamm. Boah, es ist so krass. Boah, die Situation, wenn man nicht weiß, ich könnte mir auch keiner helfen dann, wenn es passiert. Dann passiert es einfach. Ah, zack, eine große Welle, wumm, bin ich weg. Ja, die Angst kommt halt dazu, nicht nur das Nasswerden, sondern auch die Angst, dass irgendwas passiert halt, ne? Dass man reingezogen wird ins Meer. So, Otto, jetzt wird's interessant. Oh, so, es geht los. Ja. Der Umzug. Wir haben irgendwie mitten in der Nacht, Uhrzeit weiß ich nicht, das Wasser kommt. Ich bringe jetzt mal die Sachen in Sicherheit. Ich bleib dann trotzdem hier und guck, wie hoch es wird, um noch in letzter Sekunde hier abspringen zu können. Ja, Wasser könnte noch nicht gehen, sehen, weil es einfach zu dunkel ist. Ich räume mal die Sachen weg. Aber Otto freut sich. Der Mann hat Bock drauf. Ja, Wasser kommt immer mehr und stärker. Ich befürchte, ich muss mein Lager gleich wirklich verlassen. Aber ich will es nicht verlassen. Oder komm mal, Rote. Denn was, wenn es dann zu regnen anfängt? Und ich liebe meine kleine Höhle. Ich möchte nicht im Dschungel jetzt einfach so. Das ist so krass, ja. Ne? Füße gerade voll nass geworden. Kacke. Falschen Moment abgepasst. Ich hoffe, ich pack das jetzt hier. Aber er wollte es so. Scheiße. Otto wollte genau dieses Erlebnis jetzt haben in der Nacht. Der Mann ist doch verrückt. Scheiße, voll ins Wasser rein. Na ja, super. Ey, ganz kurz, aber super geile Folge, oder? Super geile Folge, es passiert so viel, alle müssen irgendwie umziehen, es gibt Struggle. Super coole Folge. Dann sag ich mal Home Sweet Home in der Jungle. Egal, ich hau mich einfach irgendwo hin. So. Ich hab's jetzt am Boden gemütlich gemacht hier. Einfach Jacke hingelegt, das komische Gummidinger hingelegt. Krass. Fertig, jo. Einfach auf den Boden. Ich bin gespannt, ob morgen mein Lager noch da ist, denn ich habe vergessen, einen Stein auf den Bambus zu legen. Und das wäre natürlich unfassbar ärgerlich, wenn das Ding nicht mehr da wäre. Aber da kann Boah, man, da bin ich auch mal gespannt. Sehen, aber da steht alles ziemlich unter Wasser. Ziemlich hoch. Oh, Friends, mein Kamera-Akku ist leer. Wir sehen uns gleich wieder. Kurzer Cut. Okay, wir sind wieder back. Mann, eigentlich muss immer Hochwasser oder das. Einfach ein bisschen weniger werden, oder? Also Flut. Riecht es wieder am Mond, obwohl vor dem Mond ist immer noch Vollmond. Wird das immer mehr die nächsten Tage? Das wäre scheiße. Das würde bedeuten, jede Nacht einmal flüchten. Naja, kann man auch mal an, ne? Oder halt ganz woanders auch aufstellen, ne? Schwer zu sagen. Knossi online. Wie sieht es bei Knossi aus? Oh Mann, ich mache so viele Statements, aber ist halt so. Noch mal kurz was zum heutigen Tag. Okay, ja, das finde ich immer interessant, solche Real Talks. Einfach Wale gesehen. So, das war das größte Highlight. Ich habe einfach Wale Geil. Gesehen. Geil. Ich habe nicht immer gefilmt dabei. Geil, den ganzen aber das Tag freut mich. Habe ich Wale gesehen. Das freut mich. Einfach Wale. Ich habe Wale gesehen, wie sie Wasser spritzen. Das muss geil sein. Boah, so, das krass. Ist so ein Erlebnis für den Kopf. Also, das war mein persönliches Highlight heute. Geil. Ich habe einfach Wale gesehen. Das war auch der Traum immer. Auf einer einsamen Insel, weißt du? Und dann Wale und Delfine. Ey, ich weiß, wie sich Tom Hanks, wenn es die Figur echt gegeben hat, oder Robinson Crusoe, wie man sich fühlt. Ich lerne das hier. Das ist krass. Krass, Mann. Bitte mach das mal nach. Bitte. Probiert es aus. Man kann das schaffen. Man ich glaube, Knossi ist richtig gewachsen durch dieses Erlebnis, sage ich. Tschüss, gute Nacht. Ich versuche ein bisschen zu schlafen. Wenn ich mich gleich wieder im Dunkeln melde, dann ist irgendeine Scheiße. Och Mann, oh nein. Oh nein, er meldet sich. Er meldet sich. Hallo. Absolute Totalkatastrophe.
Und ich habe auf einmal so starke Zahnschmerzen. Oh nein! Links oben, unter meiner Brücke. Oh nein! Oh nein! Fuck, da ist was in die Brücke rein. Also da hat sich das irgendwie gelöst, ist reingekommen. Das kann natürlich ein Endgegner sein. Das kann alles beenden. Das kann alles beenden. Weil da machst du nichts. Bei Zahnschmerzen irgendwann machst du nichts. Da bist du ausgeliefert, schutzlos. Fuck. Die Brücke habe ich neu. Oh, fuck. Letztes Jahr einsetzen lassen. Fuck. Ich hoffe, das ist jetzt irgendwie so ein Druckschmerz oder sowas, oh, weil sich die Temperatur ändert. Also man bildet sich alles mögliche ein. Aber ist der Zahn darunter am Verfaulen, wird's bestimmt nicht besser. Fuck. Verdammte Kacke. Das kann echt ein Endgegner sein. Das fehlt einem noch. Das kann Endgegner sein. In so einer Situation Zahnschmerzen. Ja. Oh. Die gehen in Kopfschmerzen über, in Migräne, in Nackenschmerzen. Das kann dich richtig... Das muss wieder aufhören. Das kann dich richtig brechen. Bitte, 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 das muss dringend aufhören. Fuck. Es gibt nichts Schlimmeres als Schmerzen am Kopf, um den Kopf. Ja, real talk. Oh. Und vor allen Dingen Zahnschmerzen, du kannst nichts dagegen machen, ne? Du kannst es nur aussitzen. Bei Kopfschmerzen, du kannst schlafen, vielleicht Wasser trinken, keine Ahnung, gucken, kalter Waschlappen, wie auch immer, ich weiß es nicht. Bei Zahnschmerzen, du kannst nichts machen. Nichts. Du bist ausgeliefert. Ich versuche meine Zähne nicht aufeinander, keinen Druck drauf zu geben. Ja. Wir haben nicht mal hier viel gekaut. Es war nur Kokosnuss. Ja. Davon kann es nicht kommen. Dann war da schon was am Gären. Da war irgendwas schon nicht okay dann, ja. Und dann halt keine Zahnpflege. Boah. Dann bin ich am Arsch. Ja. Wenn man das jetzt reinjagt. Warten wir es ab. Bitte morgen wieder alles besser. Boah. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Ich will echt nicht jammern, aber... Ich komme an die Grenzen, ja. Das Man tut mir jetzt richtig Grenzen. Leid für Knossi, ne? Ich versuche trotzdem zu schlafen. Schwer, aber ich versuch's. Gute Nacht. Boah. Oh, kann nein. ich euch noch was erzählen? Ach Junge, für sowas liebe ich ihn. Ja, komm, Knossi, du darfst mir alles erzählen heute, weil du es bist. Hau raus. Über mich, ja. Ja. Was mich echt stört. Also oh, shit. Echt, eigentlich, es stört mich einfach. Ich will es mal loswerden. Okay, jetzt wird's personal. Ich bin, seit ich ein kleiner Junge bin, so fasziniert vom Showbusiness. Ich liebe das alles. Den Glanz, den Glamour, das Studiolicht, der Geruch, das Rotlicht einer Kamera. Ja. Ich bin da schon als kleiner Junge fasziniert gewesen. Das war für mich, war immer klar. Showgeschäft. Ja. Das ist Knossi, das ist ja. Ich habe auch nie gedacht, dass das nicht klappt. Das ist ganz komisch. Ich habe in keinem Moment gedacht, das wird nicht klappen, ich brauche eine Alternative. Nie gehabt. Und darum, ey, ich denke gerade so lange drüber nach, dass es mich so, so traurig macht und dass das Fernsehen es nicht schafft, sich neu zu erfinden. Krass, ich ja. kann es nicht verstehen. Wie kann man denn so blöd sein? Er sitzt hier gerade in der womöglich größten europäischen YouTube-Show irgendwie und hat dann so diesen Moment, er wollte halt immer Fernsehstar sein. Er war im Fernsehen, hatte seine Shows, er ist immer noch im Fernsehen ab und an. Aber dass Knossi dann halt sagt, ja, ich bin jetzt hier halt in der YouTube-Show und nicht in der Fernsehshow, weil das Fernsehen das nicht hinbekommt. Ja, aber das weiß jeder ja von uns. Die müssen was ändern, sie kriegen es aber nicht hin. Das gibt's doch gar nicht. Ja. Weißt du, was ich meine? Dann haben wir zuerst die Talkshow-Welle, die Gerichtsshow-Welle. Dann kommt die Scripted Reality-Welle im Fernsehen. Ja, Familienbrennpunkt und jetzt so. Jetzt schaffen sie es nicht. Jetzt wird recycelt.
das neue Publikum mit abzugreifen. Nee. Alle Marktanteile gehen ins Internet. Das, ey, das, man merkt echt, Knossi liegt das Fernsehen am Herzen, weil er damit aufgewachsen ist und er hat eine Verbindung zum Fernsehen. Und man merkt echt, dass er sich wünschen würde, dass das läuft irgendwie, ne? Das Fernsehen war so groß, wisst ihr, was ich meine? Das ja. Fernsehen ist so... Ist krass eigentlich. Die größte Bühne. Die größte Bühne. Ich bin auch mit Fernsehen aufgewachsen, na klar. Da halten wir im Internet nicht mit. Natürlich, wir machen unser eigenes kreatives Zeug, aber das Fernsehen hat das meiste Geld. Ja. Das wird sich irgendwann ändern, wenn die so weitermachen. Da machen die die Retrowelle für die Leute, die damals Fernsehen geliebt haben, jetzt ja. schon älter sind, damit sie nochmal alles wird neu, alles kommt wieder, Brit kommt wieder, Barbara Salisch kommt wieder, diese ganzen Sendungen, Promi Big Brother, Big Brother, GNTM, die es seit 100 Jahren gibt, die kommen nur noch oder werden neu gemacht. Aber wie Knossi meinte, da fehlt was, eine neue Welle, da fehlt was Neues. Fernseh lieben. Was, ihr müsst euch jetzt dringend neu erfinden. Ich überlege auch gerade, ja. was man noch machen kann für euch. Ihr müsst euch neu erfinden. Ja. Hat mich einfach gestört, ich muss es einfach sagen. Ich fand den Real Talk richtig schön. So richtig cooler, angenehmer Real Talk gerade. Stört mich einfach. Richtig ehrlicher Real Talk auch. Muss man sagen. Diese ganzen Dschungelexperten, die meinen, ah, nachts in den Tropen, naja, da schwitzt du doch. Dem einzigen, dem ich glauben würde, ist dem echten Balu, wenn er jetzt vorbeikommt. Und sagt, probier's mal mit Gemütlichkeit. Ach, Knossi, ja, gell. Oder dem Affen. Oh, Schubidu. Balu und seine Crew. Wie du. Digga. Gehen wie du. Stehen wie du. Oh, du. Ach, Knossi, ich lieb den Jungen. Das sind die einzigen beiden, denen ich nochmal traue, was solche Sachen angeht, wie man sich nachts hier fühlt. Ja. Mein Trainer natürlich top. Survival Martin. Champions Equipment habe ich auf dem Schoß. Champions Equipment. Knossi bezeichnet seine Hängematte und Regenjacke als Champions Equipment. Mit exakt diesen Gegenständen hat Survival Martin in Staffel 1 die 7 Tage durchgehalten. Ah, okay, da geil. Da liege ich drin. Cool Info. Es nieselt. Geil. Oh. Ey, wir sind echt lange bei Knossi heute Nacht. Zahnschmerzen werden immer schlimmer. Oh shit, das ist gar nicht gut. Ich versuche meinen Mund nicht zu bewegen, aber es pocht, ne? Kennt ihr das? Oh, wenn es pocht, ja. Wenn es pocht, schlimm. Sobald es anfängt zu pochen, ganz, ganz schlimm. Also, laut meiner, also von den Schmerzen ja auf jeden Fall. Ursache, keine Ahnung, aber wenn irgendwas pocht, ist es super unangenehm. Weil bei jedem Pochen tut's halt weh. Bei jedem Pochen tut's weh. Fuck. Bam, bam, bam. Fuck. Oh. Oh, Entschuldigung. Hat er genießt? Also im allerbesten Fall kickt jetzt noch eine Erkältung rein. Okay, er hat genießt. Dann hat haben wir alles. Aber Knossi beißt sich durch, so dumm es sich anhört, mit den halt Zahnschmerzen. Ich denke halt die ganze Nacht an den Zahnarzt, ne? An meinen Zahnarzt. Hm. Ich war noch vor ein paar Wochen da. Ich verstehe nicht, wie es unter der Brücke sein kann. Ich bin nicht sauer, wirklich nicht. Aber ich denke halt die ganze Zeit dran. Kacke. Ich meine natürlich auch mangelnde Zahnhygiene, ne? Der kann halt jetzt, er kann sich jetzt seit 4-5 Tagen die Zähne nicht putzen, ne? Das kommt dazu halt natürlich. Kacke, Mann. Die Flusswanderung. Das kann keinem erzählen, was ich hier durchmache, ey. Mein Plan mit dem Shelter war es, wirklich mich trocken zu kriegen, trocken zu lagern. Das war höchste Priorität. Dann wurde ich heute komplett von unten nass. Und jetzt ist eh alles wieder für den Arsch. So, jetzt bringe ich das ganze Zeug hier rüber. Ich habe die erste Konstruktion nochmal komplett abgebaut. Und jetzt hier ein bisschen was improvisiert. Boah, ihr seht's gar nicht, ne? Drei Beinen,
Zack, hier ist das Bett dran. Hier, ich muss es euch bei Tageslicht zeigen, ist ein Stockfenster. Hier auch nochmal ein Dreibein. Und da hängt das in der Luft. Boah, ich bin einfach noch am Arsch. Ich bin einfach noch durch. Das war, der Tag war jetzt echt, der war zu viel. So, ich lieg drin, es hält. So halbwegs provisorisch. Boah. Ja, wie gesagt, ich zeig's euch mal morgen früh in Ruhe. Das ist jetzt nicht der Plan, dass ich das so lasse. Aber ich bin auf jeden Fall erstmal gut. Ja, er hat halt Glück, dass er diese geile Konstruktion vor drin liegen kann, diese Hängematte quasi noch hat. Auch kein Dach für die Nacht, das heißt, ich kann hoffen, dass es einfach nicht schüttet, ansonsten bin ich einfach klitschnass. Aber diese Hängematte ist halt schon OP. Ich kann nicht am Arsch. Dieses in der Nacht umziehen, krass, bei Joris auch, so energieraubend. Ich versuche jetzt einfach erstmal schon mal ein bisschen zu schlafen, ich muss erstmal kurz runterkommen. Ich hoffe, dass es bei Sabrina hält, ne? Morgen will ich auf jeden Fall dann einen richtigen Shelter bauen mit auch Dach und sowas. Vielleicht lasse ich das so, vielleicht upgrade ich das nochmal. Ich muss erstmal eine Nacht drüber schlafen. Oh mein Gott. Krass, ja, super energieraubend halt, ne? Wir bleiben bei Fritz scheinbar. Es ist immer noch nachts. Es regnet mal wieder ein bisschen. Und ja, ich war das zweite Mal in dieser Nacht auf Toilette. Oh nein. Durchfall? War ein bisschen zu flüssig. War ein bisschen flüssig. Hm. Was eigentlich hätte fest sein sollen. Okay. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Mhm. Es macht mir ein bisschen Sorge. Krass, der dritte. Durchfall kann halt sehr, sehr schnell zur Dehydration führen. Safe. Ich denke, ich bin auf jeden Fall noch in einem Bereich, wo es alles okay ist und es nicht zu extrem ist. Aber trotzdem weiß ich nicht ganz, woher es kommt. Ob mein Körper jetzt einfach generell krank ist durch die ganze Situation und Überlastung und möglich. Umwelteinflüsse oder ob ich irgendwas Falsches genommen habe oder so. Das Ding ist, ich habe gestern nichts gegessen, keine Kokosnuss oder irgendwas. Mhm. Ich habe gestern ja nicht mal Kokosnuss, Wasser getrunken. Ich habe ausschließlich Wasser getrunken von der Stelle, von der ich immer Wasser getrunken habe. Ich habe eine neue Flasche benutzt, die aber auch ausgespült. Das werde ich jetzt nochmal umstellen, ansonsten ja, beobachten und am liebsten abwarten und Tee trinken, aber Tee trinken ist ja nicht, ne? Krass, Durchfall ist echt Tag 5 haben. Problem von mittlerweile nicht über 50%, mittlerweile von 50% der Teilnehmer auf jeden Fall. Ich hoffe, dass das kein anhaltender Zustand ist, weil sonst habe ich echt ein dickes Problem. Aber noch denke ich positiv. Hoffen wir, dass es besser wird. Oh shit, ich dachte, was ist denn jetzt los? Tag 5, okay. 5.20 Uhr, wir gehen direkt wieder zu Fritz. Sehr viel Fritz-Content diese Folge, aber ich freue mich drüber. Good morning. Er hat auf jeden Fall ein bisschen geschlafen, wie es aussieht. Nummer 5, die Nacht ist geschafft. Wup, wup. Fühlte sich für euch vielleicht gar nicht so lange an, aber ich habe einen ganzen Shelter hier heute Nacht gebaut. Ja. Und den kann ich euch jetzt mal in Ruhe zeigen. Bevor ich euch die Details zeige, hier ein Blick ins Dach. Man sieht, auf der Seite ist es recht dicht, aber oben im linken Bereich natürlich noch nicht so, weil natürlich noch nicht die Aber das sind jetzt Luxusprobleme. Genau. Erstmal umgezogen zu sein, ist schon sehr gut. Fluss nennt man das. Egal, komm, stehen wir mal auf. Ah. Puh, also, es gibt eine kleine Mini-Room-Tour. Boah, schwindelig. Ey, alle haben auch mit Schwindel zu kämpfen. Es sieht gar nicht gut aus irgendwie. Im Kopf. Krass, Mann. Aber Tag 5, ne? Ganz kurz, wir sind schon bei Tag 5 angekommen. Also, ich bin gestartet mit zwei Dreibeinen. Na, und zwar einmal hier und einmal gegenüberliegend auf der anderen Seite. Klassisch wie ein Potthänger, wo man jetzt etwas über dem Lagerfeuer ein Gestell baut, um da wie einen Topf dran zu hängen, Sachen zu trocknen, Räucherofen, dies, das. Dann habe ich zwei Stück gebaut, einmal links, einmal rechts und habe dort eine Ridgeline, also Ridgestock, alles einfach mal mitten drunter in der Nacht gebaut, dass das Gewicht halt von unten zieht und nicht von oben das irgendwie so aufdrückt. Wäre hier auch gegangen, aber ich mag es lieber unten drunter. Der geht einmal rüber und da dran habe ich dann einfach mein Bett befestigt, auch wieder mit verstellbaren Knoten hier fixiert. Krass, mitten in der Nacht hat er das einfach gebaut, hier mit Knoten, so dass das hier auch halbwegs frei ist, nur ist ein bisschen beweglich, könnte ich noch hoch und runter verstellen. Und das ist die Grundkonstruktion, um das Bett erstmal in die Höhe zu kriegen, um weg vom Boden zu sein. Ich bin hier gute
boah, keine Ahnung, 80 cm weg vom Boden. Passt also gegen das ganze Krabbelzeug. Dann habe ich jeweils in die Mitte der drei Beine einen langen Stock gemacht mit einer Zwille. Ich bin echt hier unter blown away so ein bisschen. Ja, ist schön fest. Und mitten in der Nacht alles gebaut. First nennt man das, glaube ich. Oh, ich müsste mir langsam mal diese Begriffe merken. Ja, einen langen Stock bis rüber gelegt. Hier noch zwei jeweils bis unten und da drüben. Und da drauf habe ich dann angefangen, die Palmenwedel zu knoten. Das habe ich auch nochmal umgeknotet, weil die wirklich sehr, sehr dicht sein müssen. Ich hatte vorher einen größeren Abstand, jetzt habe ich die wirklich dicht an dicht gemacht. Und ja, im unteren Bereich ist es schon dicht. Im oberen natürlich nicht. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das mit der Überlappung mache. That's it. Das ist mein Lager. Ansonsten sieht es bei mir aktuell rundum so aus. Hier ist so eine Freifläche. Ist ein ganz guter Spot, würde ich sagen. Auch obenrum kriege ich ein bisschen was mit. Also halt oben ist kein Schutz vor Regen irgendwie, dass er unter einer Palme ist oder wie auch immer. Aber da ist zumindest relativ frei und nicht ganz so dicht direkt. Da führt irgendwie so ein alter Militärpfad hoch oder so. Also ich schätze mal, dass das von der militärischen Nutzung ist. Okay. Weil hier auch diese Betonplatten noch zu sehen sind. Genau, den Spot haben wir schon gesehen. Fässer. Könnt ihr euch vielleicht erinnern an die Erkundung an Tag 1. Hier sind noch die ganzen Palmblätter. Hier ist noch ein bisschen Restmaterial vom anderen Shelter und was ist übrig geblieben ist. Das werde ich dann alles noch nach und nach verbauen. Und ja. Aber also sieht cool aus, finde ich. Zurück. Ich finde den Spot cool. Ja, schöne Erhöhung, kleines Dach drüber. Ist natürlich alles noch nicht fertig. Ist jetzt erstmal grob in der Nacht zusammengeschustert gewesen. Aber mit dem Wasser da hinten sieht cool aus, sieht schön aus. Und die andere Seite, wo jetzt das Dach auch noch erstmal ran muss. Ordentlicher Spot. Da habe ich auf jeden Fall Bock, später noch auf Erkundung zu gehen. Aber ich muss mal gucken, wie ich mich körperlich heute fühle. War natürlich auch wieder gut gestochen und gebissen die ganze Nacht. Ja, und das Geile ist, wir haben hier wirklich ein bisschen Dschungel, in dem ich mich auch normal bewegen kann. Da kann ich irgendwie langlaufen. Hier gibt es geile Ressourcen. Hohes Gras, verschiedene Bäume. Da wird es wieder sehr, sehr dicht. Ich habe gestern im Dunkeln auch sehr, sehr viele... ich denke mal Vogelspinnen waren es gesehen, auch größere Spinnen. Weil wenn man mit der Kopflampe im Dunkeln hier lang geht, dann leuchten überall die Augen. Man kann die überall sitzen krass sehen und guckt sehen. Und dann da wäre ich raus. Spätestens da hätte ich den Knopf panisch gedrückt. Ich sag's, wie es ist. Ja, entspannt. Machen aber auch nichts. Aber hatte ich jetzt auch keinen Nerv zu filmen gestern mit dem ganzen Hin und Her. Ich war ganz schön fertig nach der Aktion. Ihr habt's ja mitbekommen. Verständlicherweise. Aber Fritz auch ein Macher, ne? Mitten in der Nacht umgezogen. Bam, bam, bam. Und jetzt neuer Tag. Shelter direkt wieder aufbauen. Selbst jede kleine Tätigkeit wie ihr Knoten binden. Energieraubend, ne? Ist mittlerweile so krass anstrengend. Aber es sind alle Palmwedel auf dem Dach. Geil. So, wir gehen einmal 360 Grad hier drumherum. Ihr seht das. Sieht richtig cool aus. Sieht aus wie bei The Forest da jetzt so ein bisschen. Platten gelegt. Und das ist übrigens auch immer wechselnd gelegt, ne? Deswegen kommt hier dieses Kreuz zum Vorschein. Ah, dann fließt es besser ab. Hier. Gucken wir gleich noch innen drin, da seht ihr schon ein kleines Problem. Und auf der Seite auch nochmal. Das ist Stand jetzt definitiv nicht wasserdicht. So, und was fällt auf? Richtig. Oh shit, dieser lange Spalt. In dem komplett oberen Bereich, da wo ich ja mittig drunter liege, bin ich nicht geschützt. Ist ja logisch, weil dort keine weitere Überlappung mehr stattfindet. Das ist so ein bisschen das Problem bei so einem Satteldach, nennt man das, glaube ich. Bei einem ganz normalen Schrägdach kriegt man das deutlich dichter. Aber ich wollte auch mal was anderes hier ausprobieren. Und mein Plan ist tatsächlich, vielleicht finde ich noch mal ein großes Stück Bambusrohr, das ich in der Mitte spalten kann, wie so eine Dachrinne. Ja. Und dann kann ich Das wäre smart. Was viel bringt, weiß ich nicht. Es kommt stark auf die Größe drauf an. Es ist wieder Improvisationstalent angesagt. Ich bräuchte irgendwie sowas Überlappendes, was ich einfach nur oben drüber legen kann. Da wäre so ein halber Bambus-Ding wäre geil eigentlich. Aber muss er erstmal finden. Was ich meine. Wie so ein schmaler Streifen-Tarp oder sowas. Oh nein, ich mache mir echt Sorgen um Knossi, ne? Ich sag's wie es ist. Ich mache mir echt Sorgen um Knossi und seinen Zahn.
Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Okay, ich mache mir auch Sorgen um Knossi seinen Kopf einfach allgemein. Ich sag's, es ist nicht nur um seinen Zahn, auch um Knossis Kopf allgemein. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen! Tag 5! Auf der Insel! Ach, Knossi, Mann. Kräfte sind flöten gegangen. Zahnschmerzen ohne Ende. Aber Kacke. Aber er beißt sich wir durch. Wir sind noch da. Er zieht so durch, Mann. Es ist so krass. Wir sind noch da. Die Puppe wir ist auch da. Wir gehen jeden Schritt in Zeitlupe. Und mein Schatz, mach mal kurz dein Händchen weg. Mein Süßi, mal kurz dein Händchen weg. Ich bin so stolz auf Knossi. In Zeitlupe. Wie Knossi aufsteht. Keine Fehler. Wir verletzen uns nicht unnötig. Wie Knossi hier aufsteht und weitermacht, ist krass. Wir sind noch dabei. Keiner hat damit, was war das denn? Sind wieder Wale? Keiner hat mit uns gerechnet. Tag 5. Oh, na komm. 4 Nächte haben wir hinter uns gebracht. 4 komplette Nächte. Ja. Ja. Schon krass. Ja. Yeah. Ich werde jetzt sofort den Umschlag aufmachen. Ja. Oh mein Gott, neue Challenge. Ich bin gespannt. Seven Wars Wild Team. Ich habe mehrere geile Challenges vorgeschlagen schon. Aber die ich heute vorgeschlagen habe, ist meine Lieblingschallenge bis jetzt, die ich mir ausgedacht habe. Freue ich mich am allermeisten. Ich will diesen Umschlag aufmachen. Denn ich glaube, no joke, ich habe irgendwie doch gute Chancen, ja, hier weit zu kommen. Knossi scheidet ganz gut ab. Ich habe so ein Gefühl. Ich habe jede Challenge mitgemacht. Ja. Es kann sein, dass... Er hat bis jetzt auch immer Punkte bekommen. Teilweise war er sogar zweiter Platz. Ich jede Challenge komplett lächerlich abgeschlossen habe. Das ist komplett Irrsinn. Das kann aber auch sein, weil man nicht weiß, was die anderen gemacht haben, dass es gar nicht schlecht war. Ja, Real Talk. Also Bogenschießen, nicht letzter Platz. Ich glaube, vorletzter. Beim Wasser, vorletzter. Aber beim Fotoschießen, zweiter Platz, glaube ich, oder? Oder hat er sogar volle Punktzahl bekommen? Ich glaube, volle Punktzahl haben Joris und Otto. Und so gesehen, ein zweiter Platz ist Knossi gewesen. Es kann wirklich sein. Deswegen, ey, stell dir vor, Knossi gewinnt Seven in the Wilds. Wahrscheinlich nicht, aber es ist so ein ultra krasses Gefühl, nicht zu wissen, wo man steht. Safe, wer noch drin ist, wie es bei den anderen aussieht. Nichts zu wissen, einfach hier zu machen. Noch keiner weiß es, weil es ist ja auf diesen SD-Karten drauf. Ja. Das ist so krank. Das ist abartig. Ich habe gemerkt, wenn ich bei den Zahnschmerzen nicht aufbeiße, pocht es nur. Es ist auch sehr widerlich, aber was soll ich machen? Oder kannst du mich operieren, Grini? Es ist, und ich kann das jetzt sagen, an Tag 5. Es ist die krasseste Erfahrung. Man muss mal kurz festhalten, ne? 5 Tage lang, beziehungsweise 4 Nächte, hat er draußen in dieser Kälte geschlafen jetzt auch schon, ne? Oder haben alle jetzt, bis auf Nova halt, ne? Das ist schon geisteskrank. Wirklich krasser geht nicht. Geisteskrank, echt. Es geht einfach nicht krasser. Das ist wirklich Finale, echt. Echt sick. Ich guck jetzt mal nach dem Umschlag. Oh, ich freue mich auf die Challenge. Ich bin sehr gespannt auf die Challenge. Umschlag Nummer 5! Oh, da ist aber irgendwas drin, glaube ich. Da ist ein Würfel drin. Irgendwas schnitzen. Ich sag irgendwas schnitzen. Challenge Tag 5. Schnitzen. Präzise Gewalt. Tag 5. Präzise Gewalt. Alea Iacta est. Die Würfel sind gefallen. Baue eine Hiebwaffe, zum Beispiel eine Axt. Sie muss aus mindestens 2 verschiedenen Materialien gefertigt werden. Für die Fertigung darfst du deine Gegenstände benutzen, sie dürfen aber nicht Teil der Waffe selbst sein. Lege den Würfel, so wie du ihn vorgefunden hast, auf eine ebene Fläche. Ziel ist es, den Würfel mit deiner selbstgebauten Hiebwaffe möglichst sauber in 2 gleich große Stücke zu spalten. Es muss ein deutlicher Hieb erfolgen. Battening oder ähnliches ist verboten. Keine Ahnung, was Battening ist, Bro, okay. Aber auch coole Challenge, okay. Coole Challenge, mit einer selbstgebauten Hiebwaffe möglichst sauber in 2 gleich große Stücke zu spalten. Okay,
Sollte ein Hieb nicht ausreichen, darfst du so lange mit den Hieben fortfahren, bis der Würfel gespalten ist. Okay. Nach der Abholung werden beide Würfelhälften gewogen, wobei dir die geringste Abweichung zwischen den Hälften die vollen 7 Punkte... Ist auch eine coole Challenge. Auch eine coole Challenge, muss ich sagen. ...Punkte einbringt. Wird der Würfel in mehr als 2 Hälften zerteilt, ist die Challenge gescheitert. Achtung! Der Würfel wurde im Vorhinein gewogen. Sollte das Gesamtgewicht der beiden Hälften zu weit vom Originalgewicht abweichen, ist die Challenge gescheitert. Es geht also um das Spalten durch die Hiebwaffe. Okay, ja. Nicht darum, die beiden Hälften... Okay, ergibt Sinn, ja. ...nach dem Spalten zurechtzuschnitzen. Unten ist noch ein kleiner Fehler, da steht Anzahl der Meter. Das war noch vom Bogenschießen, denke ich mal, drin. Ja, okay. Ey, an die Organisation, wirklich. Hier ist Tag 5, ja? Ich versteh's. Für die anderen ist das alles ultra kein Problem. Ich versteh das. Ist eine harte Challenge schon, ne? Schon eine harte Challenge. Ich will dich, Johannes, und dich, Max, sehen, wie ihr 5 Tage danach und dann eine Axt baut. Das ist schon eine harte Challenge. Es ist frech. Das ist einfach Quatsch. Ach Mann. Er sitzt da mit Zahnschmerzen, der Arme. Ach Mann. 7 versus Wild. Aber geil. Coole Challenge. Sehr, 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 sehr coole Challenge, muss ich sagen. Ey, ich bin sehr gespannt auf die Ausführung. Ich bin sehr gespannt auf die Ausführung, weil das ist schon so ein bisschen härter. Das ist auf jeden Fall ein bisschen härter, gerade wie Knossi meinte, Tag 5, eine Axt bauen. Das ist schon sehr energieaufwendig, dann noch da raufschlagen. Ich glaube, für Fritz und Otto wird es cool, das sind so Bastler. Joris vielleicht auch noch, aber gerade Fritz wird darin aufgehen. Der ist ein Bastler, der freut sich darüber. Aber krass, Tag 5, Knossi ist noch drin, Nova die Einzige, die raus ist. Das ist schon geisteskrank cool. Also das ist schon dicke Shoutouts an alle. Und ich hoffe, meine Challenge kommt noch. Dieses Schätzen, wer noch drin ist, wer nicht. Und dann pro richtigen Kandidaten ein Punkt, ist eigentlich auch eine coole Challenge. Aber gut, ich freue mich auf die nächste Folge. Die ist ja schon draußen. Die werden wir uns auch schnellstmöglich zusammen ansehen und hochladen. Davor haben wir aber natürlich noch die neue Behind the Scenes Folge von Dave, die wir auch noch aufholen müssen. Ich bin einfach sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Und ja, mehr kann ich eigentlich gar nicht sagen, Freunde. Ich hoffe, ihr habt heute einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr fandet die Folge genauso cool wie ich. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns, bleibt so fresh und gut aussehen, wie immer natürlich. Und ciao, ciao.